Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Train Fever, Folge 117, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sind hier im Klostertor und aus irgendeinem Grund steht mein Thales mal wieder. Wobei, ich kenne den Grund. Ich habe aus irgendeinem, wie auch immer gearteten Umstand heraus, ein Stück der Schiene weggesprengt. Und das hat dafür gesorgt, dass dann halt eben hier jetzt nichts mehr so wirklich irgendwie fuhr. Also habe ich kurz das Schienenstück nochmal wieder reingeschmissen. Und da muss er ja noch einmal wieder gewissermaßen initialisiert werden. Und dann haben wir wieder ein funktionierendes Stück Schiene und Zug. Hier in dieser Gegend ist der auch immer noch so schön flüssig. Ich finde das klasse. So, aber der Grund, warum wir am Klostertor sind, ist der, dass man mir sagte, unsere Strecke für den TGW wäre mit unüberschrankten Bahnübergängen belegt. Das finde ich natürlich blöd, weil das ist immerhin eine Schnellzugstrecke, das gehört sich nicht so. Also dieser Bahnübergang kann es auf jeden Fall schon mal nicht sein. Gehen wir also erstmal schnell gucken, wo wir hier diese unbeschrankten Bahnübergänge haben. Hier kommen wir raus, da ist erstmal keine. Da gehen wir gleich noch hin, das ist Nienstetten zu unserer Rechten. So, und hier haben wir momentan erstmal nach wie vor ungestörte Strecke. Da kommt ein Bahnübergang. Der ist beschrankt, mit Vollschranke sogar, also von daher absolut sicher. Und auch der sieht gut aus. Ah, noch ein. Oder war es das sogar schon? Obwohl, ah ja, da ist noch was. Und auch hier haben wir entsprechend Doppelschranken. Und da drüben ist er jetzt auf der Viaduktführung Richtung Jenfeld. Also ich sehe momentan leider nicht, wo da der Auslöser ist. Da müsste man mir vielleicht dann doch nochmal einen etwas zielführenden Tipp geben, damit ich dort nochmal gucken kann, was das angeht, weil vielleicht war es ja auch ein anderer Sprinter, also da vielleicht nochmal in das Video gucken, obwohl ihr das entdeckt habt, und mir dann einmal sagen, wie wir das Ding dann gedreht bekommen. So, wir haben jetzt hier dem neuen Hauptbahnhof von Nienstetten. So, und jetzt ist halt eben die Frage, wie kriegen wir hier nochmal vernünftig so ein bisschen das ganze Thema Busverkehr aufgerollt. Aktion Nummer 1 wird auf jeden Fall sein, hier erstmal für einen größeren Busbahnhof zu sorgen, denn ich möchte auf jeden Fall noch zwei weitere Linien bauen. Und dafür brauche ich dann natürlich erstmal einen größeren Busbahnhof, was das angeht. So, deswegen lassen wir den jetzt hier gut durchlaufen. Ah, hier ist schon wieder richtig Betrieb. Das finde ich super. So, und die beiden Busse fahren dann jetzt hier raus. Dann halte ich das Ding erstmal an, damit wir das hier in die Luft sprengen können. Und dann geht's gleich weiter. Wahrscheinlich muss ich den Bus sowieso erstmal aus dem jeweiligen Straßensegment raus haben. Deswegen würde ich ihn, fahr mal weiter, komm, fahr ein Stück, fahr noch ein Stück, fahr noch ein Stück, fahr noch ein Stück, da kommt schon der nächste, sieh zu, dass du wegkommst. So, jetzt können wir hier erstmal ein bisschen die Axt im Walde spielen lassen. So, Bushaltestelle. Da müsste man ja mal eigentlich, okay, die sind ein bisschen zu groß. Elektrifizierter Trambahnhof.
würde ich den hier nehmen, weil der ist einfach, der ist schön, den mag ich. So, wenn wir den so dahinstellen, haben wir den Vorteil, hier kann nochmal wieder was gebaut werden. Und wenn ich jetzt mal gucke, die Linie hier ist für Genienstätten. Ah ja, doch, der ist das sogar. Dann lassen wir mal gucken. Das ist Nienstätten Abzweig. Huch. Okay. Warte. So. Dann machen wir es eben so. Okay. Der muss noch gruppiert werden. So, die Linie läuft wieder. Perfekt. Sehr schön. Und die von mir zerstörten Häuser werden zumindest in Teilen hier auch wieder aufgebaut. Wunderbar, perfekt. Weil der ist halt einfach auch größer und ich möchte vermeiden, dass wir hier jetzt irgendwelche Wüstenstaubildungen haben. Da habe ich natürlich überhaupt gar keinen Bock drauf. So, also wir müssen jetzt mal gucken. Wir haben hier die zentrale Linie. Ich mach mal den hier an. So, wir haben hier die zentrale Linie, die halt eben diesen alten Stadtkern von den Städten bedient. Aber das ist es dann auch schon. Mehr gibt es da nicht. Ich will eine Linie, die halt eben dieses Neubaugebiet bedient und dann eine weitere, die sich um diese beiden Teile hier kümmern wird. So werden wir das jetzt zusammenbasteln. Deswegen hätte ich jetzt erstmal gerne nochmal wieder das, was ich eben schon hatte, nämlich meine Haltestelle. So, wir starten natürlich hier auch wieder an der Stelle, fahren hier lang. Dann fahren wir noch hier über den Bahnhof, hier runter, darüber, dann hier lang. Ja, warum nicht? Fahren wir ein bisschen quer und kreuz, sozusagen. Nee, das gefällt mir nicht. Das machen wir ein bisschen anders. Da ist die Haltestelle. So, die lassen wir. Und dann setzen wir hier. So, und dann geht's. Wenn ihr eh schon hier baut, dann wollen wir das auch gleich belohnen. Und dann geht's hier rüber. Wieder zurück. Das wird die neue Strecke. So, setzen wir gleich erstmal die zweite mit dazu. Die schieben wir hier raus. So, die hat den ersten halt hier. Dann geht sie hier rüber. Da rein. Hier lang. Dann am Güterbahnhof. So. Und so. Okay, dann brauchen wir hier jetzt nochmal ein bisschen Straßenhilfe. Ja, schön die Sichel hier. Schade, kann ich keinen so einen Stern bauen. Ist natürlich doof. Die gehen dahin, das ist in Ordnung. Dann, wenn ich hier runterkomme, setze ich hier was hin. Da brauchen wir hier die Querverbindung. So. 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 Dann fahren wir hier wieder hoch. Und da lang. So, weil ich möchte in den Fällen, ich möchte einfach vermeiden, dass wir hier Haltestellen irgendwie doppelt und zehnfach anfahren. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Deswegen nehmen wir den Kram heute uns mal ein bisschen anders vor. So, Linie.
SVG Nienstedten 2. Und zwar geht's hier los. Und dann nehmen wir diesen Weg hier. So. Wunderbar. Und eine weitere neue Linie, die dann da heißt SVG Nienstedten 3. Nienstedten 3 beginnt auch hier am Busbahnhof und fährt dann diese Route. Alter Güterbahnhof. Ist natürlich schade, dass der nicht hier ist, weil da wäre dieser Straßenname richtig cool. So. Denn. Und wieder zurück. Okay, wunderbar. Gleich haben wir das. So, wunderbar. Das ist die SVG Nienstedten 3 und damit haben wir dann doch eigentlich erstmal ein relativ gutes Netz hier auch für Nienstedten. So, dann will ich jetzt ein schönes neues Depot. Lass mal gucken, was wir... was ist das? Ein Park-and-Ride-Parkplatz. Ja, richtig, den hatte ich noch hinzugefügt, genau. Okay, da ich den noch nicht getestet habe, speichern wir das Ding erstmal in meinem üblichen Testspielstand. So. Bin ich ja jetzt mal gespannt. Ein Park-and-Ride-Parkplatz. Ich hoffe mal, der hat auch echte Funktion. Der ist schon ziemlich groß. Aber es macht nichts. Wir haben lange ohne Parkplätze leben müssen. Na, bauen wir den hier an der Stadt. So. Okay, sehr schön. Ja, also doch ein richtig schöner Parkplatz hier. Sehr genial. Die Frage wäre jetzt natürlich, ob man... Na gut, da habe ich jetzt noch nicht so wirklich viele hinzugefügt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es gibt auch noch eine Mod, wo man dann halt eben Autos hinsetzen kann. Außerdem muss ich den jetzt hier gleich nochmal ein bisschen sauber plätten. Aber das kann ich machen, während ich das erzähle. Nee, kann ich... Ach nee, okay, das sieht nur so seltsam aus. Aus der Ferne. In Ordnung. Gut. Okay, nee, das war in Ordnung. Das sollen wir nochmal gucken hier. Was haben wir hier? Parkscheinautomat. Ja, sehr genial. Finde ich richtig, richtig gut. Bin mal gespannt, ob der dann auch als Depot funktioniert. Das wäre natürlich schön. Aber, ja, es gibt halt eben noch eine Mod, mit der man Autos halt eben auch hinstellen kann und die könnte man dann jetzt vielleicht ja sogar hier auf dem Parkplatz so ein bisschen verteilen. Das würde ich ziemlich cool finden, wenn das ginge. Aber jetzt wollen wir mal Straßenfahrzeuge kaufen. So, für zwei Linien brauchen wir was. Ich nehme jetzt erstmal nur 5. Und dann gucken wir mal, wie der Takt entsprechend sein soll. Und dann sehen wir ja relativ zügig, wo ich dann noch was nachschmeißen muss und wo nicht. Die will ich auf den Nienstedten 3 haben. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Okay, also ja. Oh. Schöner Parkplatz. Sehr geil.
leider ohne Depotfunktion. Na gut, okay. Oder besser gesagt, eine Depotfunktion hat er schon, aber das Depot funktioniert nicht. Okay, wenn wir dann sowieso schon dabei sind, dann können wir hier doch noch... So, stellen wir hier schön hin. Das ist ja nicht schlecht hier, ne? Mit den Dings und vom Nahverkehrsverbund, so mit anderen Worten vom HVV. Ich mag das. So, fahren, hol hoch mal XXL. 1, 2, 4, 5. Und eine Linie, die SVG Nienstetten 3. Das ist Ochsenwerder. Nienstetten 3. So. Und die zweite Strecke, die schlängelt sich dadurch auch noch ein relativ enges Stadtgebiet. Dann nehmen wir den Astra. So, da verlassen die von Hulz schon das Depot. Sehr cool. So, dann will ich doch mal schauen. SVG Nienstetten. So. Also wenn das jetzt stimmt und so bleibt, das kann ich ja fast gar nicht glauben. Das wäre ungewöhnlich wenig. Weil wenn ihr mal guckt, wie viele die erste Linie braucht, um dort halt eben auf die 79 Sekunden zu kommen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich so gewollt ist. So, die nehmen auch bereits schon gleich den Verkehr auf. Ich meine, das ist ja auch kein Wunder. Immerhin ist das ja auch gleich bei ihrer Linie. Die Einzelgelenkbusse, die... Das sind Volvos, ne? Glaube ich. Ich glaube, ja. Die sind jetzt hier natürlich noch unterwegs zum... Aha, Zug 157. Das ist der Thales, okay. Der braucht eine Erneuerung. Das würde dann ja sehr wahrscheinlich auch bedeuten, dass hier demnächst elektrisch, dass die Short-Short normal Lung. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Warum habe ich... Ach so, ja richtig, das ist die Lackierung. So. Hinzufügen. Jo. Ah, ist wunderbar, der kommt auch gerade in den in dem Bahnhof, von daher passt das wunderbar. So, Nienstetten 2 und 3 haben auch schon Passagiere, die erwarten. Das ist doch richtig gut. Ja, läuft. 4010 ist auch schon aktiviert, also auch da haben wir auf der Strecke schon Umsatz, was das angeht. Ich bin sehr begeistert. So, was wir jetzt halt eben noch gucken müssen, ist, wie sich das Ganze hier auf den Privatverkehr auswirkt, ob der stark zunehmen wird oder nicht. Meine Hoffnung ist ja halt eben entsprechend das nicht, aber das werden wir dann sehen. So, und hier begibt man sich jetzt schon mal auf die Reise für die SVG Nienstetten 2. Perfekt, hier ist ein Kommen und Gehen am Bahnhof, das ist sehr schön. Da bin ich sehr zufrieden mit, was das angeht. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Da stehen auch schon überall Leute rum. Das finde ich prima. Wie sieht's denn mit den Vitaldaten der Stadt aus? So, wir brauchen noch ein bisschen mehr Güter. Aber die kriegen wir eigentlich zugeliefert, würde ich sagen. Das wird schon passen. Und die Linienbenutzung ist bei 84%. Da bin ich eigentlich nicht wirklich unglücklich drüber. So, wohin fährst du jetzt eigentlich? Der fährt zurück nach Rothenburgs Ort. Da könnte ich nochmal gucken, wie da die Förderung mittlerweile aussieht.
um da gegebenenfalls nochmal ein bisschen nachzusteuern. Wunderbar, weil das hat ja jetzt echt super easy mobisi geklappt hier. Da bin ich sehr glücklich drüber, wie sich das hier jetzt entwickelt hat, sodass eigentlich die geplante Zeit, die ich für die Folge hatte, massiv unterschritten ist. Ah, hey, wer bin ich, dass ich mich beschwere? Ganz sicher nicht. So, jetzt aber kurz festhalten, wir ruckeln mal einmal kurz nach Rotenburgs Ort. Okay, wunderbar. Prima. So, dann lass mal schauen, wie es hier aussieht. Der ist bei 306. Und er möchte, dass wir mehr abtransportieren. Ja, aber das ist doch wunderbar. Die Städte fordern, die Stadt fordert doch jetzt mehr ab. Also sieh zu, dass sie ihr mehr bringt. So. Ist doch prima. Skinners. So, dann gehe ich mal davon aus, der ist hier auch schon bei, der brummt bei 301 vor sich hin. Das ist genial. Mhm. Da tut sich auch alles was. Also, unsere Vergrößerungsmaßnahmen, die zeigen schon echt Wirkung. Das finde ich super. Wo ich gerade das Gleisfeld sehe, ich hatte ja angekündigt, ich würde da gerne einen Castor hinstellen wollen. Allerdings habe ich leider keine Einzelmod gefunden für einen Castor-Behälter. Es gibt eine im Frankreich-DLC, nur möchte ich halt eben auch nicht jetzt hier noch groß beikommen und dieses DLC auseinanderpoolen. Das muss ich nur wirklich nicht haben. So, hier liegt Kohle, 49 Einheiten. Der ist also auch richtig gut unterwegs. Da läuft tatsächlich noch der Kohletransport. Der ist sicherlich auch nicht rentabel, oder? 7. Nee, nicht wirklich. Okay, also da muss ich auch noch mal überlegen, ob wir da nicht vielleicht irgendwas schlauer bauen können, weil wenn man mal guckt, da ist Eisenerz, da ist Kohle. So, wenn wir hier jetzt in der Gegend noch irgendwo eine... Da zum Beispiel, auf der anderen Seite von Niendorf, hier. Könnten wir da hinliefern, wie sieht's denn aus? Niendorf brummt. So. Ist halt eben die Frage, wie wir die jetzt noch im Zweifelsfall weiterverarbeiten, denn das ist der dann noch ein relativ langer Weg, um ihn von anderen Standorten dann aus wegzuholen. Das möchte ich dann doch nicht haben. Du stehst hier gerade so fröhlich in der Gegend rum. Was ist los? Wartet auf freie Wege. Lass mal sehen. Nicht, dass wir hier wieder mal Schnellzugschmerz haben. So, der will nach Hummelsbüttel, wartet auf freie Wege. Die Richtung ist richtig. Und das Gleis stimmt auch. So, wohin will der? Der will nach Rotenburgs Ort und wartet. Gib mir mal die Linie. Ja, die Linie ist super. Ah. Dieser Zug steht auf dem falschen Gleis. Dann fährst du jetzt erstmal nach Jenfeld. So, dann gucken wir mal, nicht, dass wir hier noch mehr von diesen Problemzügen haben. Aber das war der Rügen ja schon immer.
Okay. Dann müssen wir mal quer über die Map. Wir müssen uns einmal anschauen, wie das hier in Hummelsbüttel aussieht. Steht ein IC hier rum? Tut er nicht? Ich vermisse zwei Züge, die wir hier auf dieser Strecke haben. Also wir haben ja insgesamt vier, die da laufen. Und so. Du stehst da rum. Willst nach Rothenburgs Ort neben Gleis? Warum fährst du denn nicht? Ist doch Platz. Wahrscheinlich, weil im nächsten Abschnitt da vorn der nächste Zug rumlungert. Der fährt auch. Dann ist der schon mal okay. Jetzt gucken wir nur noch mal flott, wenn ich sowieso schon dabei bin. Da knallt der Deichgraf durch die Gegend. Wunderbar. Herrlich. Der ist richtig gut unterwegs. Der Deichgraf, der hat Speed. Super. In Ordnung. Prima, prima. Ja, beim nächsten Mal, wir haben jetzt wieder ein Doppelpark-Stadt-Update gemacht. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge hier wieder weiterbauen an unserem Betriebshof. Und ich bin am Überlegen, was wir da noch momentan machen. Aber wir haben hier ja schon mal die ersten Straßen hingebaut. Und ich glaube, ich möchte davon noch ein paar mehr in dieses Betriebsgelände hineinziehen. Und um dann halt so ein bisschen noch so die Unterteilung dort weiterzumachen. Außerdem müssen wir hier noch diese beiden Güterbahnhöfe, die wir hier noch stehen haben, die müssen wir noch mit anschließen. Das ist also auch noch eine Aufgabe fürs nächste Mal. Und wir müssen dann natürlich noch weitersehen, wie wir den Platz befüllt bekommen. Denn da ist ja im Zweifelsfall durchaus noch einiges zu erleben. So, aber das wäre so für mich der Ansatzpunkt beim nächsten Mal. Ich stelle mich einfach mal hier hin, so. Weil ich glaube, das ist schon ziemlich klasse. Hier an der Autobahn, im Hintergrund Rothenburgs Ort, da ist der IKEA. Ziemlich cool. Ja, gefällt mir. Wenn es jetzt noch flüssig wäre, aber gut, bei dem, was wir da verheizen an Performance, an Wegpunkten, an Zügen und sonst was irgendwie, dass das nicht mehr hundertprozentig flüssig läuft, ist mir dann in dem Moment leider auch klar. Aber ich finde schon, die Entwicklung, die das Ganze hier nimmt, die sieht schon ziemlich cool aus. Also mir gefällt das und das bauen wir auch noch ein Stück weit dann eben aus. Und ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. Macht's gut.